Ja, hallo, der Michael von Mika News. Heute mal noch ein ganz kurzes Video zum Jahresabschluss. Nach dem Intro würde ich sagen, geht's los. Ja, Jahreswechsel. In ein paar Stunden ist es soweit, draußen knallt. Ich war heute nochmal das letzte Mal fahren und zwar mit dem XRT war ich fahren und mit dem Bash und ich habe noch ein bisschen geschraubt am TWS, am CJ7, mir vorne eine Seilwinde eingebaut. Das waren so meine letzten Arbeiten. Jetzt geht's gleich weiter zur Silvesterparty. Ja, 2023 war ein geiles Jahr. War schön gewesen. Ich war zum ersten Mal auf der Superscale gewesen. Tolles Event. Nächstes Jahr geht's weiter. Wahrscheinlich bin ich da auf der Euro. Mal gucken, was da so anliegt. Ja, Terminplanung für nächstes Jahr läuft schon. Deutsche Meisterschaften, Messen, die jetzt demnächst kommen. Ich freue mich auf ja, Nürnberg zum Beispiel, über Modellbautage, in Berlin sind Messen, ja, eigentlich so ganz verteilt auf Deutschland. Es geht ja schon im Januar los und geht eigentlich bis dann die letzte Messe ist, wieder Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Zuvor geht's Modellhobbyspiel Leipzig. Also das ganze Jahr ist wieder vollgeproppt mit Terminen, mit schönen Events. Pakete ist, Hämmerlerwald ist, Becher-Treffen. In Berlin sind Treffen, immer noch die RC-Freunde jeden Sonntag. Also es gibt viel für nächstes Jahr. Tamiya hat Neuheiten angekündigt, schon einige habe ich veröffentlicht, die eventuell kommen sollten. Letzte Neuheit von Traxxas ist hier der XRT. Von Really gab es jetzt nicht den Bash, sondern es den kleinen Mini Freeman. Dann gab es von Traxxas den TR4M, also auch wieder ein neues Modell, was ich auch schon habe, aber noch nicht fahren konnte. Habe noch keine Zeit gefunden, ja, ist immer Zeit. Weiter geht's dann mit der BWS. ETS, Down, ja, Top-Event, über 800 Nennungen, ETS und EOS zusammen in Down. Also RCK-mäßig, Rennszene geht's da toll weiter. RCK-Challenge, Groß-Nauheim ist dann der Endlauf der Kleinserie endlich. Im September, irgendwie war das so, dann in Hannmünden, RCK-Challenge, Endlauf. Und eine fünfte Klasse ist angekündigt. Ich bin gespannt. Ich warte eigentlich tagtäglich drauf, dass Stefan da was mitteilt. Mal gucken, was da noch kommt. Ansonsten, Tamiya Cup geht auch weiter. Ich denke mal im Sommer, August, Juli. Vielleicht wieder unten in Neustadt beim Sonneberger RCK-Team. Mal gucken, ob die das wieder machen oder ob Tamiya halt eine andere Strecke sich sucht, also einen anderen Veranstaltungsort. Wäre natürlich, ja, für die Neustädter wäre es toll. Und ja, wer weiß, lassen wir uns überraschen. Also auf jeden Fall, Tamiya Cup geht ja auch weiter. TOS geht auch weiter, egal wo ihr fahren wollt, in allen Divisionen geht es da weiter. Also da lasst euch überraschen. Beziehungsweise schaut auf die Seite. Ist wie bei der Kleinserie und bei der RCK-Challenge. Was ist noch passiert? RCK-Team Megatrom hat eine neue Indoor-Strecke. Indoor-Strecke neu? Nein. Die haben einen neuen Teppich. Die haben ETS-Teppich gelegt. In Berlin, die Burning Wheels haben auch jetzt ETS-Teppich gelegt. Also könnt ihr jetzt auch dort auf ETS-Teppich trainieren. Und so ist das eigentlich auf vielen Strecken in Deutschland. Also viele haben ja schon ETS-Teppich. Dann Glashaus, immer noch viele Strecken, Crawler-Areal und für die Funktionsmodellbauer war es also, es passiert überall irgendwas, ne, in der Hinsicht. DM-Termine für den DMC, also für die DMC-Mitglieder, die halt auch Mitglied sind, gibt es jetzt DMC-Termine für die DMs, aber auch schon, klar, die SK-Läufer. Die erste DM ist im März, dann beim AMC Magdeburg 1:12 und dann im Sommer die nächsten. Also Terminplan ist da praktisch auch schon voll, wie die EOS-Läufe dann sind, werden wir sehen. EFRA, EMs genauso, da muss man mal gucken, wo die Termine liegen. Alle habe ich noch nicht veröffentlicht, gibt es auf der EFRA-Seite und beim ETS, EOS, da kommen noch ein paar hinzu, beziehungsweise ja, sind schon ein paar da.
In der Hinsicht RCK-Challenge, auch Kleinserie auf der Homepage findet ihr aktuelle Termine. Und ansonsten DMC-Homepage-Termine. Da sind andere Termine, SK-Läufe, Freundschaftsläufe der verschiedenen Vereine drauf. Und ja, was gibt weiter? Trifft. Kleine Trifft. Klein Trifter. Ja, da gibt es jetzt was Neues. Ist mir schon fast entfallen. Wird es eine neue Strecke geben und neue Modelle. Kickstarter lief gerade aus. Ich habe mir einen bestellt, ich bin gespannt. Das ist dann wie eine Carrera-Bahn, bloß ohne Fahrbahnen in der Hinsicht. Und dann kann man das auch wieder übers Handy steuern. Lasst euch überraschen, kommt dieses Jahr noch ein paar Infos, beziehungsweise Infos bei Trifft. Sturmkind sind auch schon da. Also lasst euch überraschen. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich gar nichts Neues. Ich warte auf Nürnberg und beziehungsweise eigentlich jeden Monat. Es kommt ja immer irgendwas Neues raus. Lassen wir uns überraschen auf 2023. Ich freue mich schon, ich freue mich auf viele Tests, auf viele Meinungen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch wünscht, was ihr jetzt Silvester macht. Also bei mir geht es jetzt gleich ab zur Party und natürlich wird gefeiert in der Hinsicht. Und 2023 hoffe ich, mit euch erleben zu dürfen, auf Rennstrecken, auf diversen Treffen oder ähnliches. Könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich bin da ganz, ganz, ganz offen. Und ich würde sagen, zum guten Jahresabschluss gehört auch etwas Knallerei dazu. In der Hinsicht. Also habe ich mir hier ein Tellerchen hingestellt. Ein kleines Feuerwerk werden wir hier entzünden. Mal zum Abschluss ist ein Tischfeuerwerk. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns 2023 wieder. Wird gleich erschreckend werden. Knallt gleich! Gut. Tischfeuerwerk hat. Nichts Großes. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, verpasst keine Videos 2023 und bis zum nächsten Mal, euer Mika. Ach, das Video, was ich heute gemacht habe, gibt es nochmal einen schönen Flug zum Jahresabschluss. Geiles Fahrzeug. Ey, wirklich. Von wegen Backflip ist nicht möglich. Oh, habe ich gedacht. Aber geht. Fahrzeug liegt stabil. Seht ihr hier, wenn ich jetzt hier mal schnell um die Kurve will. Dann sage ich schon. Und dann. Aber jedes viele andere Fahrzeuge, die hätten es jetzt gerade nicht überlebt. Da hätte man helfen müssen. So, ich bin jetzt gefühlt bei knapp 10 Minuten und das Ding hat immer noch Druck. Ihr habt gesehen, gerade eben habe ich ja immer noch Backflip geschafft. Geil. Kann man nicht anders sagen.